Ja, aber irgendwann fahren wir dann zu zweit LKW. Irgendwann haben wir dann nochmal dazu. Passt. Nach Way of the Hunter, ne? Ja, oder noch Spider-Man dann irgendwann. Ja. Das darf ich eh nicht vergessen, dann mitzunehmen. Was denn? Die zwei Spiele. Ach so. Ja gut, wenn nicht, dann hat jetzt nicht so den Stress. Oder hast du jetzt nicht dieses Spider-Man gemeint? Nein, ich meinte das richtige Spider-Man. Dann das zweite. Wann kommt das? Im September. Ah, September erst, okay. Bis dahin hättest du das Morales auch schon durch. Eh erst. Das ist nur mal ein Monat. Stimmt allerdings. Sollen wir jetzt mal kurz den Traktor da ausstellen? Kind, gute Nacht Ah, sagt ihm. Oktober, okay. Ach, sag ich mal September. Was kommt dann im September? Irgendein Spiel kommt dann im September. Ist das nicht Alan Wake? Jetzt haut das meinen ganzen Plan durcheinander. Kommt, denke ich mal, oder? Da kannst du Morales locker noch vorher Na machen. gut, das hätte ich sowieso vorher gemacht. APD3, genau, das war im September. Ah ja, gut, dass das jetzt quasi nach hinten geschoben zum Holen. Genau. Wahrscheinlich. Je nachdem, wie es mich hypt, dann so will ich's. Ja. Na gut, ich komme gleich. So, wir werden jetzt einmal einsammeln. Schön, wie wir das machen. Ihr Profis.
Gut. Helles. Ja, schon wieder weggegangen bist, was hä? Das ist mir gar nicht aufgefallen. So, ich komme zu dir rüber. Oder fährst du noch? Ich fahr transportieren. Und das war's. Ah, okay. Ich habe gerade die Schlichtung des Jahrtausends bis jetzt. Okay. Komm zu dir. Und ich komme jetzt und haus da zusammen wahrscheinlich. Da pass halt auf, wenn es bergab geht. Warum? Dass da wegrollen können. Die Spanngurte. Na gut. Wenn ich sage jetzt, lass du los. Oder? Wow. Jetzt. Okay. Ja, hängt da? Ja. Ja, passt. Ich fahr mal ab. Aber die Spannung. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, wie viele es sind. Aber mehr als 8 waren es auf jeden Fall schon. Aber schau mal, dass wir die Presse zusammenkriegen und den Rest gleich wirklich anfangen und dann Silage. Ja, den würde ich sowieso wickeln. Ja, ich würde eben nur bis zur Mitte verkaufen und dann. Fahren wir ein bisschen weiter. Dort hinten liegt da noch einer. Ich habe halt angefangen, diese Runde zu fahren im Berg runter. Kim? Bei den Felsen ist auch einer. Kling, hast du den auch mitgenommen? Einen habe ich bei den Felsen gefunden gehabt, ja. Passt. Aber das mit dem Aufstehen ist urschwer eigentlich. Du musst dir echt fallen lassen. Nein, du musst ihn nur so. Warte mal. Und nach hinten. Ah, nach hinten ziehen. Ja, hinten um. Ah. Buh. Allein, wann hat er meinen Ball rund? Der eine hängt aber nicht, warte. Jetzt ist deine. Ah nein. Na, jetzt ist einer runtergefallen. Der fliegt fix runter. Können sich aber eben mit den Ausgängen, die da überliegen.
Aber mehr als 14 waren das eh nicht. Also ich check das nicht mit aufheben. Mit ziehen. Ja, kannst du es auch normal raufstellen. Ja auch. Warte. Ich hab da noch einen. Alter. Alter, du ziehst mich. Alter. Entschuldigung. Zieht da mal Anhänger weg, oder? Alter. So einer ist er. So starker Bauer. 7. Meine eine Fuhre hat 3000 gebracht. Das heißt, wir brauchen noch zwei volle. Dann haben wir es fix. Was geht sich dann mit der eh nicht aus? Nein. Soll ich vielleicht dabei weitermähen, dass welche zusammenkommen? Kann man es pressen? Pressen, ja. Ah, da ganz oben am Felsen liegt noch einer, den sehe ich, den haben wir übersehen. Der liegt nicht am Felsen, der liegt in dem Walddings noch, ja. Ah ja, ich sehe es auch. Ja, dann fange ich dabei wieder an, dass wir noch ein paar Ballen kriegen, weißt? Ja, wenn du sagst, dass zuerst waren nur 3000 oder waren es 32, glaube ich, was ich da geführt habe, und jetzt habe ich 31. Es waren knapp unter 3000. Ja, wir sind halt auch im Mai. Ich glaube, Mai ist einer der schlechtesten Graszeiten. Also, ne, liegen noch 1, 2, 3. Drei liegen da noch, was ich so sehe jetzt. Ich muss da noch mal fahren. Bring die nicht auf. Das ist zu krüppelt. 6 liegen noch. 7 mit dem da oben. Gleich 8. Könnte sich dann aber vielleicht ausgehen. Ja, so gesehen stimmt, fängt ja dann nur mal ein Tausender. Und wie gesagt, wenn du willst, können wir dann ruhig auch switchen. Wenn du mal. Aber vielleicht kurz ein bisschen. Graspause brauchst. Abwechslung. Na, Gras. Mhm. Gras. Geht nur Gras. Ohne Gras geht jetzt nichts. Ist nicht komplett. Jo. Weil wir brauchen das, glaube ich, eh nicht. Jetzt habe ich es mal verkauft. Wollen wir mal aber schimpfen oder nicht? Dann tauschen wir aber vielleicht gleich den Traktor, weil dann kann ich gleich weitermachen. Also, dass du den Rest jetzt noch verkaufst. Also nein, einfach Traktor tauschen, weil dann fange ich dabei zum Invite an. Ja, aber ich kann ja nicht pressen. Mit dem. Ja, ich gebe dir den Traktor. Wir tauschen Traktor, meine ich. Eh, dann soll ich da aber weiter pressen und du tust einsammeln. Nein, wir tun einfach nur, wir spannen den Traktor ab und spannen den dran. Und dann nimm dir den gleich. So meine ich das. Weißt du, was ich meine? Nein. Wir hätten ja nur Traktor tauschen brauchen, so mit Sitzplätze. Okay, so, und jetzt nimm dir.
Was machst du dabei? Ja, ich tu weiter mit. Achso, du tust gleich mal. Ah, jetzt habe ich's. Ja, jetzt habe ich's verstanden. Wo ist denn das Mähwerk? Das liegt dort beim Verkaufsdings. Okay. Ich habe das eine übrigens verkauft, gell? Ah, hast wieder eins verkauft. Okay. Ja, wir werden eh keine zwei brauchen mehr. Okay. So schön lackiert habe ich das. Ja, aber was. Pff. Wenn wir dann wirklich jetzt die Lars sparen, dann werden wir schon auf ein größeres sparen dann. Ja, stimmt. Da liegt's. Das hat dann mehr Sinn, denke ich einmal. Ja. Wo hast du aufgehört mit der Reihe oder ist das wurscht? Ich glaube, das ist wurscht, aber ich habe, glaube ich, wo es den oder Felsen dann beginnt, irgendwo aufgehört. Ah, okay. Also ich habe die. Bin raufgefahren, die erste Kurve und bei der zweiten Kurve habe ich, glaube ich, aufgehört. So, ich werde die aber jetzt einzeln verkaufen, gell? Von da oben. Also ich ja kann zu viel verkaufen. Okay. Das muss ich echt gewöhnen an diese Ego-Ansicht. So. Ja, 269 bringt nur meinen Ball. Haben schon 300 für einen Mal bekommen. So, 4 haben wir dann schon. Ich glaube, das muss jetzt aber ausgehen, oder? Ja, sag ich, 4 haben wir dann noch. Achso, das heißt 4 Silage kann man schon machen. 4 Silageballen, ja. Geil. Werde ich natürlich dann gleich machen, bevor ich da wegfahre. Genau, dass die schon mal gehen können. Ja. Ein Flug ist im Angebot. Flug würde ich jetzt nicht unbedingt gehen, gleich am Anfang. Das braucht man auch nicht so wirklich. Sehe ab und zu mal dann, ja, eben für die Felder. Flügen. So. Alter. Scheiß Baumstamm. Das heißt, nächstes ist Traktor. Hätte ich gesagt, oder eben größeres Mähwerk. Gut, dann macht es erst die Aufhängung. Achso, wir können das Mähwerk auch. Kannst du hinten anhängen, ja. Na, so praktischer vorne. Weil da kann man ja gleich mit der Ballmaschine fahren. Ja, aber so hätten wir gleich ein zweites Mähwerk zu mähen und. Ja, das stimmt. Da haben wir einen Ball übersehen übrigens auch noch. Dann am Felsen noch immer, oder? Nein. Nein? Dann haben wir noch einen übersehen, weil der am Felsen, den habe ich auch noch nicht geholt. Nach den Felsen auf der linken Seite. Ein Stück. Auf der Garten schon wieder. Also wenn du noch die Silage-Maschine drauf hast. Ich glaube, da hinten sehe ich auch noch einen.
Ich glaube, ich würde aber jetzt pressen dann, bevor ich das hin und her fahre. Okay. Wir sehen es dann im Endeffekt eh. Aber jetzt haben wir wirklich quasi keinen Stress so gesehen. Ja. Naja, die wären dann schon fertig. Ja schon, aber wir brauchen hier jetzt mehr als genug. Da kommt auf die zwei jetzt nicht an, dass die dann Ja, schon stimmt. fertig sind. Um eben würde ich wahrscheinlich auf diese zweite Mähmaschine gehen. Aber vielleicht können wir beim nächsten Mal das komplett anders machen, dass wir zum komplett alles abmähen. Einer presst und einer wickelt dann gleich. Stimmt. Aber gut, welche Mähmaschine? Weil dieses da kostet ja nicht viel, so ein zweites Mähwerk, was du verkauft hast. Wenn will ich eben gleich ein größeres holen. Okay. Wenn es dann möglich ist. Weil dann wieder ein bisschen mehr gleich erledigt ist. Bisschen schneller, ja. 74 Ballen hast du schon preist, hörst du? Bist du öppert? Das steht wo? Ja. So, passt auf. Zwischendurch fürchte ich halt, dass auch noch reparaturfällig sein wird. Müsste mal schauen, wie viel das kostet jetzt von der Ballenpresse. Zum Beispiel. Und glaubst du, dass Ballenpresse so viel Unterschied macht? Und von den Traktoren. Ich glaube, Vielleicht sogar Presse wird. schneller dann. Na Presse wird. Du brauchst wahrscheinlich mehr Gras. Beim Ballen. Da bist du nicht schneller, ist Tag der Sache. Somit ist es dann eigentlich auch ineffizient, wenn man mehr Gras braucht. Ja, das schon, aber es kostet halt wieder. Also. Weil. Jetzt schon, dass das. Paar Tausend jetzt kosten wird, dann alles zu reparieren. Dafür sind wir dann halt wieder effizienter, ne? Seid ihr einen führenden wieder. Ich meine, ja, wir müssten mal schauen, wie viel es kostet tatsächlich. Ich vergesse, stehen zu bleiben. Bitte? Darf ja nicht vergessen, stehen zu bleiben, wenn der Ball kommt. Ja, sonst nimmst du ein bisschen Gras nicht mit. Ja, das ist mir gewohnt sonst. Und dass ich einfach durchfall mache. Ist dann beim Silagieren einfacher, da fährst du einfach durch bis zum nächsten Ballen. Was? Und wenn du den Silagieren tust. Braucht ja auch eine Zeit lang, aber da kannst du durchfahren bis zum nächsten Ballen. Dann Ach müssen wir so, schon fertig ja silagiert gut, haben. ich habe ja schon die Maschine dann, wo du. Ja, da kannst du komplett fahren, weil es einen eigenen Tank nochmal hat. Also da fährst du nur mehr durch. Ach so, der sammelt einen ein. Ein, da Zwei. kannst du durchfahren. Dann haut er den Ball raus und während der Ball noch nicht fertig ist, sammelt er schon wieder. Ah, okay. Vielleicht quasi so ein Zwischentank. Das ist dann nice.
Und da habe ich als Verschluss immer gearbeitet. Rasen und so. Stroh und so habe ich eigentlich auch mit da gemacht. Da habe ich dann alles gemacht. Mit der, was du jetzt gekauft hast? Nein, mit der, die nur raus hat. Weil geht ja bei Stroh auch so. Fast einfach nur drüber. Mach den Ballen und du kannst trotzdem weiterfahren. So, das ist jetzt nicht die Maschine, die wir jetzt haben, sondern eine andere. Ja, das Verstehe. ist so eine DLC. So eine Geval. Ah. Von Year One oder? Year One wahrscheinlich. Year Two. Year One hast du ja. Okay, dann das ist, die habe ich dann noch nicht. Nein, sonst hätte ich gleich fix auf die gespart. Und eine absolut super Maschine dann, dann hätten wir. Wie viel kostet die leicht? Ich weiß jetzt nicht auswendig. Ich glaube nicht viel mehr als die andere. Da ist sogar erst 8:30. Bitte? Erst 8:30. Ja. Stepper da wieder richtig jetzt noch restern. Freue ich mich schon. Wo du recht hast, aber wenn wir dann wirklich, sage ich, doppelt mähen, ja? Und uns dann sogar einen Schwader wirklich kaufen würden, dann wäre es vielleicht wahrscheinlich auch nochmal wirklich sinnvoller. Dann tut der bevor er wickelt, nämlich Schwadern. Ein Schwader, glaube ich, kostet 2000, so ein macht 15. Wenn ich auch der Kleine noch ziehen könnte. Dann tut sich der natürlich mit der Presse einfacher. Ja, vor allem du sammelst das effizient ein, weil du hast ja dann nur so kleine Haufen, sag ich mal. Und dort hast du wirklich dann kompaktes Gras. Das war eben meine Überlegung. Weil dann nimmst du gleich viel mehr auf einmal auf. Ja, das eh. Aber wenn du da quasi genauso viel fahren musst, ist dann auch unnötig. Aber müssten wir jetzt nach Größe dann schauen, wenn wir wirklich so ein 3-4 Meter Dings kriegen. Sind das paar Runden? Das sind auch einige Runden dann, aber. Gut, da würde ich es dann gar nicht in die Runden machen, sondern rauf runter, ehrlich gesagt. Oder rauf runter, ja. Aber dann, ja, das ist dieselbe dann. Ja. Aber da geht schon noch einiges raus, muss ich sagen. Ballen, also. Bin halt auch gespannt, ob wir den ersten Ballen heute schon verkaufen könnten dann. Das stimmt. Glaube, das wird sich aber nicht ausgehen. Beziehungsweise könnte man ja schauen, ab wann es sinnvoll ist. Wann ist der höchste, beste Preis? Und auch, ja. Da müssten wir halt immer ein Jahr warten dann. Ja, stimmt. Dafür haben wir das Geld noch nicht. Jetzt war wirklich geil so ein Kompakttraktor ein Angebot dann. Nicht jetzt, aber so. Wenn wir dann alles presst hätten einmal. Foliert, dann. Schon verkaufsbereit. Na genau, dann war es schon mal geil. Reinflattert. Dreieinhalb Meter Schwader, 2500. Nicht die Welt, sage ich mal. 31 PS. Das ist eine Wagenladung Gras. Kann man sagen. 4,7 Meter. Das war schon 8000. Gut, Wagenladung haben wir keine mehr. Bitte? Wagenladung haben wir keine mehr. Den Wagen verkauft? Welchen Wagen?
Na, den Anhänger, wo man die Ballen auf. Hat den An. Na, du meinst so laden? Ich dachte, du meinst, das ist ein Ladewagen voll. Na. Gut, kannst du das auch nehmen, das war ich noch, jetzt haben wir sie Ladespulen. Jetzt hoffe ich, dass ein Ladewagen dann 30.000 bringt. Er hat zum Beispiel aber einen hohen Spritverbrauch, weil den hast du auch voll, danke. Und ja. Jetzt ja, schon unter der Hälfte. War im Angebot, da kann man nicht schauen. Ja, Basti. Hauptsache billig. Willig.4,4 Meter, 80 PS. Könnte der sogar stemmen. Hm. Ah, das ist aber... 1500 oder was? Was? Die Maschine. 2500? Sparer, meine ich. Nein, ich habe jetzt Mäh-Dings geschaut. Ach so. Aber ich habe gerade gesehen, Kuhn kommen, aber ich musste jetzt noch eine Kurve fahren. Der Ballen, kann ich es immer schauen? 3,1 Meter, 9500 mit 60 PS. Ich habe Kuhn gesehen, irgendwas, da ist auch das Heckteil nicht so teuer. Also glaube ich nur 20 Dollar oder so. Das ist insgesamt 40 oder so. Na, Kuhn hast du. Hektar ist also 25, ja, 30.000 circa, ja. Wie viel PS? Ich muss halt schauen, wie viel PS das braucht. Ist es heute 120 PS das Hektel? Ja, aber es ist nicht so viel jetzt. Ja, aber ohne Traktor? Ne, ja, den Traktor brauchen wir sowieso, sonst können wir auch kein Hektel anhängen. Weil wir brauchen einen anderen Traktor sowieso, um vorne und hinten anzählen können. Weil nur das Hektel bringt ja nichts, dann hast du immer in der Mitte einen Streifen frei. 120 PS ist nicht so wild. Und ist schon wild. Vorne auch noch. Okay, ist doch etwas. Noch etwas wild. Aber ich glaube, das andere, das Pötting hat ja noch mehr, glaube ich sogar. Wenn die Kompakttraktoren, da gibt es nicht viele, die das dann ziehen können. Nein, eben nicht, deswegen. Also da müsste man schon auf einen mittelgroßen gehen. Aber das ist dann zu teuer. Man könnte nur machen, dass einer mit dem vorderen Teil fährt, andere mit dem hinteren und man fährt hinterher, weil dann hat man alles in einem... Ja, kann man dann auch machen. Ich meine, du hättest halt, wenn du
Nur das Kuhns Hartenteil nimmst um 18.000, hat 80 PS und hat auch 4,4 Meter. Das ist natürlich nicht so vergleichbar mit so einem Heckdings auch, aber. Die 4,4 Meter ist zweieinhalbfache von dem, was wir jetzt haben. Ja. Wir müssen halt kleiner denken. Ja, also ich glaube, doppelt wäre dann doch zu viel. Oder man nimmt sich eben, wie gesagt, nur das, den vorderen Teil, wenn dann halt dann auch nur 4 Meter. Und irgendwann mal den Heckteil aber dann dazu. Ich glaube aber, du könntest dann schon langsam nur den unteren Teil mähen. Weil da oben geht es ja dann, was seht ihr, da geht schon zusammen. Weil bevor wir den Bergteil machen, will ich den unteren Teil. Okay. Der Bergteil ist halt langsamer unterwegs. Kannst du mir das auch hin und her fahren, wie du willst. Dann kommen jetzt genug raus. Also seitdem ich fahre, habe ich jetzt 8 Ballen gepresst. Das heißt 12, 13, 14 Larschballen werden das jetzt schon mal. Bin gespannt, wie viel wir für Ansi Larschballen dann kriegen. Also ich Wunsch wäre natürlich ein Tausender. Meine, wir haben hier einen John Deere um 92.000. Da könnte die PS ziehen. Was sag ich mal? Kleinen Traktor oder? Also Mittel. kompakt? Mittel. 92. Um 92er Mitteltraktor? Ist aber dann schon 70-10 oder so, oder? So. 7010. 160 bis 175 PS. Da geht sich aber dann schon nicht aus. Geht sie nicht aus? Gut, dann Da haben hast du wir nicht einen. gesagt 160 PS? Hat das. Das Ah, 160, habe ich gesagt 160. Ja, 120 das hintere, 60 das vordere sind 180. Ja, dann wird es aber ausgehen. Na, oder man geht auf den nächsten. Der kostet 110. Halt schon eine stolze Summe. Der hat dann schon zwischen 190 und 225 PS. Sind halt Oder man geht auf den. 190. Ah, sind halt 110.000 Euro, was ich meine. Naja, billiger wird's nicht. Ja, aber wie gesagt, wenn wir wieder kleiner anfangen, hätten wir um die Hälfte auch schon einen, wo wir vorne was anhängen könnten. Meine, mir fällt jetzt nicht ein, aber gibt diesen einen DX Deutz? Weil, weißt, ich möchte jetzt nicht irgendeinen noch einen Kompakttraktor kaufen. Wir haben dann zu viele Kompakttraktoren, die wir dann vielleicht nicht brauchen, weißt du, wie ich meine? Wenn ich mal sagen, wenn wir, was nicht, so einen DX kaufen oder so, der auch 140 PS hat. Weil, wenn ich finde, wenn wir es gleich gescheiter, dass wir gleich sparen auf einen gescheiten Traktor, den wir dann wirklich universell einsetzen können für alles, wo wir dann wirklich Arbeit zum Gut, aber sparen. den können wir dann auch nicht universell, weil wir brauchen dann sowieso irgendwann einen zweiten auch. Ja, Weil irgendwann. es bringt ja nichts, wenn dann einer alles machen kann, was weißt du? Mit einem Traktor. Ja, das eh nicht. Aber wenn du jetzt nur mit dem mähst, weißt du, brauchst du ja anderen auch quasi.
Und so hätten wir halt wieder die Kombination, hätte ich halt gesagt. Vorne und hinten gleich, dass gemäht und gepresst wird. Ja. Und der nächste Schritt eben wäre dann der Mitteltraktor. Also nicht, dass wir jetzt noch drei Kompakttraktoren kaufen, aber dass wir zumindest einen haben. Ja. Weil die zwei kannst du jetzt nicht rechnen. Und einen gescheiten meinst du? Einen Kompakttraktor, den wir auch dann verwenden können für Presse, Gruppe, zum Notfall eine Sämaschine, so Standarddinge halt. Zum Transportieren von den Ballen, zum Wickeln. Weißt du, was der Teufel ist? Ich denke mal, weißt du, wenn wir jetzt auf die 110, hast du es gesagt, kostet der? Mhm. Sparen, ja? Dann könnten wir, okay, dann haben wir vorne hinten was dranhängen. Mhm. Okay, aber es ist eh, der Gelbe zieht noch immer die Presse dann. Müssen wir dann. Ja. Das, natürlich würde es auch gehen. Könnten wir auch. Ich würde mal schauen, wie viel bringt so ein Ballen. Ja. Beziehungsweise vielleicht kommt irgendwann ein geiles Angebot von. Ja, genau, dann können wir sowieso. Wenn ein Traktorangebot kommt, dann bin ich wieder voll bei dir. Wenn, wie gesagt, das ist jetzt alles nicht ein Muss, wo ich sage. Nein, eh nicht. Verstehe schon. Das ist jetzt quasi nur eine Idee. Ideen, ja, das ist mir eh klar. Wir werden uns jetzt nicht streiten um das. Nein, nein.